Moin, heute geht es weiter mit einer großartigen Seelenaufgabe. Und zwar wollen wir uns heute mal damit beschäftigen, wie du damit erfolgreich bist. Vielleicht bist du es noch nicht, vielleicht stehst du auch direkt am Anfang und fragst dich, was da vielleicht im Weg stehen könnte oder wie du das am besten machst. Und wir wollen uns natürlich auch anschauen, was bedeutet denn überhaupt Erfolg für deine Seelenaufgabe, aber eben auch in der neuen Zeit, weil da hat sich ja auch einiges verändert. Ja, all das noch viel mehr verraten wir dir jetzt in diesem Podcast-Video. Wir sind Annette und Easy, meine Seele, Soul Channel der neuen Zeit. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, du hast deine Seelenaufgabe vielleicht schon gefunden, vielleicht stehst du aber auch davor. Es kann aber auch sein, dass du, wie gesagt, schon länger mit ihr zu tun hast sozusagen, aber du kommst nicht so richtig in den Erfolg, den du dir vielleicht wünschst. Und am Anfang warst du doch so euphorisch und oh, du hast alles gegeben und es war alles so toll und ach, und das war es irgendwie so im Flow und auf einmal irgendwie bist du in Stocken geraten. Irgendwie funktioniert es nicht mehr richtig und es ist einfach nur anstrengend. Du hast das Gefühl, du drehst dich im Kreis, kommst nicht richtig voran. Die Selbstzweifel werden natürlich immer mehr, ist ja ganz klar. Bin ich überhaupt richtig dafür? Kann ich das überhaupt? Und da wollen wir uns mal die verschiedenen Gründe angucken, was dir da vielleicht im Weg steht oder was du vielleicht beachten solltest. Als allererstes ist es ganz, ganz wichtig, wirklich mal für dich zu checken, ist es wirklich deine Seelenaufgabe? Weil ich beobachte das sehr oft, dass viele schon in die Richtung gehen, sozusagen, was ihre Seelenaufgabe ist, aber nicht speziell genug sind. Viele noch viel zu sehr allgemein unterwegs sind, dass sie noch nicht ihre Essenz, ihre Medizin, ihre Spezialität für sich entdeckt haben. Wirklich ihre ganzen Talente gebündelt zu dieser einen wirklich faszinierenden Seelenaufgabe, die ja so individuell ist und so facettenreich und dementsprechend noch nicht so in ihre wahre Größe gehen können, um ihr Warum zu leben. Weil ich hatte ja im letzten Video darüber gesprochen, dass du mit allem ausgestattet wurdest von deiner Seele, um genau das zu leben und dass du auch genau das erlebt hast in deinem Leben, beziehungsweise sie dich genau da vorbereitet hat. Das bedeutet, dass wenn du zu allgemein unterwegs bist, weil ich sehe das ganz, ganz häufig, dass jetzt sehr viele spirituelle Heiler, Coaches, Berater, sage ich mal, aus dem Boden schießen sozusagen, was ja auch toll ist, weil das können wir alle sehr gut gebrauchen, aber die meisten noch zu allgemein unterwegs sind, noch nicht ihre einzigartige Seelenaufgabe wirklich für sich entdeckt haben. Und das bedeutet, dass du die ganze Zeit in einer Parallelstraße läufst, aber nicht deinen Seelenweg gehst. Das heißt, dass das, was in der Straße ist, die praktisch deine Seele für dich gebaut hat, dein Seelenweg, da wo die wundervollen Geschäfte sind sozusagen, also all deine Möglichkeiten auf dich warten, um dich zu supporten, um für dich da zu sein, wirst du natürlich nie erreichen können, wenn du immer in der Parallelstraße läufst. Da bist du zwar nah dran, aber du wirst natürlich, sage ich mal, dieses Wunder für dich gar nicht erleben können und gar nicht diese wundervollen Möglichkeiten für dich nutzen können. Und vor allen Dingen wirst du natürlich auch nicht weiter in deine wahre Größe gehen können, weil das kannst du nur auf deinem Seelenweg. Das heißt, also wirklich noch mal einmal checken, ist es deine Seelenaufgabe? Und ich weiß, wie anstrengend das ist, weil ich habe lange Zeit danach gesucht, nach dieser Spezialität, die ich habe. Und ich war auch noch zu allgemein unterwegs und ich hatte all diese vielen Talente und ich wusste nicht genau, wie soll ich sie bündeln, wie soll ich das in eins bringen. Und das kennst du vielleicht auch, dass du dich so ein bisschen zerrissen fühlst, weil du mir denkst, das kann ich doch auch und das kann ich doch auch und das kann ich doch auch. Und darum ist es so spannend und das erlebe ich auch immer in meinen Seelenaufgaben, Channelings, was es dann auf einmal bedeutet, wirklich da eine Klarheit zu haben und eine Einheit zu bilden und wirklich zu wissen, oh wow, das ist meine Mission, das ist mein Weg und den kann ich jetzt gehen. Das ist nämlich etwas ganz, ganz anderes, als wenn du da immer rumeierst. Aber wie gesagt, das ist nicht so ungewöhnlich. Wichtig ist, dass du für dich wirklich nochmal checkst und herausfindest, was ist deine Seelenaufgabe. Und auch dich nochmal spezialisierst, wer sind wirklich deine Kunden, weil du kannst nicht für alle da sein. Hier ist niemand für alle da. Und das ist wichtig, dass du für dich eben auch erkennst, wow, das sind aber die und die Menschen zum Beispiel, wenn du Menschen als Kunden hast, für die ich eben da bin, dass du es ganz genau weißt, weil dann kannst du natürlich auch speziell für diese Menschen eben für deine Kunden, die ja deine Seele schon für dich ausgesucht hat, auch spezielle Angebote machen. Du kannst sie natürlich auch ganz, ganz anders ansprechen. Und wichtig ist auch für dich, dass du vielleicht
denkst du auch immer, ach, dem muss ich doch helfen oder dem muss ich doch helfen. Ich weiß, wir wollen helfen. Ich kenne das auch bei mir. Ich helfe total gerne. Ne? Ich gebe so gerne. Das ist der Wahnsinn. Aber da müssen wir manchmal auch noch mal schauen, ist das, vielleicht ist das gar nicht die richtige Person, für die wir da sind. Weil das erlebe ich auch oft, dass ich einfach Bewerberinnen nicht nehmen kann, weil ich das Go nicht bekomme von meiner Seele. Oder eben vom Universum. Das ist natürlich immer total blöd. Ich meine, wer mag das schon irgendwie, ne? Aber da eben auch wirklich zu gucken, weil das, was du ja dann eben auch transformierst, was du veränderst mit diesen Menschen, das ist ja auch sehr intensiv und es ist auch sehr intim. Und da bedeutet das eben auch, dass beide wirklich hundertprozentig zusammen matchen können. Du eben als Coach, Heiler, Berater oder was auch immer deine Seelenaufgabe ist und eben deine Kunden. Dann lass uns noch mal weiterschauen. Spannend wird es auch, sich mal dein Mindset anzuschauen, eben dein Unterbewusstsein. Erlaubst du dir das überhaupt schon? Was sagt denn überhaupt dein Unterbewusstsein dazu, was dein Erfolg angeht? Und lass uns da einfach mal anschauen, was es da alles für Stolpersteine gibt. Zum einen kann es sein, dass du vielleicht schon mal ein Business aufgebaut hast oder angefangen hast, dich getraut hast und dann ist es gescheitert. Da hast du nämlich etwas in deinem Unterbewusstsein abgespeichert. Das ist nämlich ein Glaubenssatz, dass du scheiterst, wenn du dich selbstständig machst. Jetzt mal allgemein gehalten. Das bedeutet, du hast im Moment gar keine Chance, wenn das dein Glaubenssatz ist, wenn das diese Wunde ist, die noch nicht geheilt ist, wirklich in richtig, hundertprozentig in deiner Seelenaufgabe aufzugehen, aufzublühen und das wirklich auch zu machen und anzubieten. Dann kann es vielleicht sein, und du guckst einfach mal, womit du in Resonanz gehst, kann es vielleicht auch sein, dass du schon mal Erfolg hattest und für dich da etwas abgespeichert hast, was du mit Erfolg verbindest, was du aber eigentlich nie wieder haben wolltest, war zum Beispiel bei mir der Fall. Ich war schon sehr erfolgreich damals in der Design- und Kommunikationsbranche, aber für mich war Erfolg 16 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Ich hatte gar keine Zeit mehr für mich. Ich fühlte mich irgendwie fremdbestimmt und immer Druck, Druck, Druck. Das war für mich Erfolg. Das war damals, wie gesagt, normal für mich. Hatte ich ja schon mal drüber gesprochen. Aber das hatte ich für mich abgespeichert. Das ist Erfolg. Und als ich jetzt mit meiner Seelenaufgabe, ein Soul Channel zu sein, sozusagen an den Start ging, war das eben für mich wirklich so, dass ich Angst hatte und mich selbst gebremst habe, Erfolg zu haben, weil ich dachte, dann wird der ja wieder so sein, wie der damals war. Und das ist mega spannend. Check das mal für dich. Was hast du überhaupt für dich abgespeichert, was Erfolg angeht? Kann genauso gut sein, dass du vielleicht in einem früheren Leben schon mal so etwas warst und da zum Beispiel verbrannt wurdest oder wie auch immer. Das gibt's alles. Das war auch bei mir so. Und das ist das Interessante. Ich war, glaube ich, so eine Kräuterhexe. Und wenn man da einfach mal zurückschaut und das eben auch heilt, weil das war zum Beispiel auch der Grund, und ich war damals ja auch schon mit Lutz inkarniert, damals zu der Zeit war das so, dass der natürlich auch total Schiss hatte, dass ich mich oute, wirklich ein Channel zu sein. Da habe ich lange dran gehadert. Ich habe es lange mich nicht getraut, weil ich natürlich Todesangst sozusagen hatte, ne? Das hast du abgespeichert, das hast du noch in dir drin. Und da ist es eben auch wichtig, dann vielleicht mal zu schauen, was war denn da? Vielleicht hält mich vielleicht da etwas zurück aus einer alten Zeit, was jetzt einfach geheilt werden möchte. Und als ich mich dann wirklich, als ich das für mich herausgefunden habe und mich dann geoutet habe, sozusagen gesagt, hey, ich bin Channel, war so eine Befreiung, das glaubst du überhaupt nicht. Und dann fing es auch an zu laufen. Also was hältst du da noch zurück? Gibt es da etwas, was du vielleicht dich noch nicht traust zu sagen oder eben auch zu sein? Dann kommen, sind wir schon beim nächsten Punkt sozusagen, hast du vielleicht auch Angst davor, was die anderen sagen? Vielleicht finden die das gar nicht so toll oder du bist in deinem Umfeld oder vielleicht auch in deiner Familie einer der Ersten, die so etwas machen oder vielleicht auch eine der Ersten, die vielleicht überhaupt so einen Erfolg haben sollen jetzt auf dieser Welt. Das war vielleicht gar nicht so in deiner Familie, das kenne ich auch bei mir. Und auch dieses wirklich seinen ganz, ganz eigenen Lebensstil zu finden, der konträr ist zu dem, was deine Familie gelebt hat, und ganz neue Ansichten und Ansichten zu haben. Ich kenne das, das ist nicht so einfach, weil man auch Angst hat. Man möchte ja seine Familie nicht verlieren oder auch enttäuschen oder was wir da alles haben, um da wirklich zu gucken. Aber es ist jetzt die Zeit, dass ganz viele Seelen jetzt da sind und zeigen, hey, es geht auch anders. Und dass sich die Familie da keine Angst haben muss und dass sie trotzdem hinter dir stehen können,
weil du selbst eben auch für dich deine Sicherheit gefunden hast. Und das war bei mir auch so. Ich war am Anfang sehr unsicher, dann waren die auch unsicher, sofern ich sicherer wurde. Und jetzt haben die gar keine Zweifel mehr an dem, was ich mache. Auch wenn sie vielleicht nicht immer ganz verstehen, was ich mache. Aber da gibt es keine Zweifel mehr. Und das ist es, sofern du in dir Stabilität hast und an dich glaubst. Weil das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Glaubst du an dich? Glaubst du daran, dass du das überhaupt machen darfst, dass du das kannst? Weil manchmal sind die Seelenaufgaben so groß, dass wir uns selbst zu klein machen, weil wir sind aus unserer Gesellschaft sozusagen gewöhnt, nee, lieber klein machen, ne? Wer denkst du denn, wer du bist und so? Und hier auf einmal dürfen wir groß sein, wir dürfen uns total zeigen und auch in der Öffentlichkeit. Und natürlich sind wir da auch angreifbar, aber je mehr du eins bist mit deiner Seele und je mehr du auch in der Überzeugung bist von dem, was du machst, desto mehr ist das im Fokus, das im Vordergrund, nicht mehr, was die anderen sagen. Und gerade wenn du eine Soul-Leaderin bist, ist es ganz, ganz wichtig, dass es dir egal wird, sozusagen, was andere sagen. Weil es wird nicht jedem gefallen, es wird dich auch nicht jeder verstehen, was du machst. Aber das ist nicht wichtig, sondern es ist wichtig, dass die Menschen dich verstehen, für die du da bist. Merkst du den Unterschied? Also guck mal, was für dich resoniert. Was da los ist, um da letztendlich zu heilen und aufzuräumen. Weil das erlebe ich auch immer wieder in meinen Selbstermächtigungssessionen, wie das Leben von meinen Kunden wirklich transformiert, wie das verändert, dass sie wirklich ihre eigene Identität wiederfinden. Und das ist zum Beispiel auch nochmal ein Punkt. Was ist Erfolg für dich? Wie siehst du Erfolg? Siehst du den Erfolg, wie es so die Gesellschaft vorschreibt? Du musst so und so und dies und das und nur dann bist du erfolgreich oder angesehen. Das ist dann dein Status und das bedeutet, dass du dann erfolgreich bist. Ist es das vielleicht, dass du vielleicht versuchst, dir überzustülpen, einen gewissen Erfolg zu haben, weil du denkst, nur wenn du den hast, dann bist du auch wirklich erfolgreich? Aber das funktioniert nicht. Weil das ist nicht dein Erfolg, das ist der Erfolg von einer anderen Person. Damit meine ich nicht, dass du dich nicht inspirieren lassen solltest. Ne? Also das ist ganz klar. Oder deine Ziele und deine Wünsche hast, wie erfolgreich du sein möchtest oder was du alles hier auf dieser Welt bewegen möchtest, was du verändern möchtest, wen du transformieren möchtest. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du auch diese Vision, diese Mission hast. Weil das ist natürlich auch alles in deinem Weg mit drin. Dass du auch losgehen kannst, nicht stehen bleibst und rumeierst und weißt, ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Weil das zieht dich ja an wie ein Magnet. Das führt und trägt dich ja sozusagen dadurch. Darum überleg mal für dich, was bedeutet denn eigentlich Erfolg? Oder wie sieht denn dein Erfolg aus? Dein ganz eigener, individueller Erfolg. Das heißt nicht, dass du immer Massen bewegen musst. Das kann auch im Kleinen sein. Das ist völlig wurscht. Aber dass du deinen Erfolg findest mit deiner Seele zusammen, weil die weiß das ja alles, welchen Erfolg du hier hast. Und bei ihr ist es nicht so, dass es deine Seele ist ja deine innere Weisheit, Visionärin, der mutigste und freieste und kühnste Teil in dir. Die hat da ja keine Limitierung in dem Sinne, aber die weiß, was richtig ist für dich. Und das ist das Spannende. Da geht es nicht darum, oh nee, dies darfst du nicht oder das darfst du nicht oder da musst du dich zurückhalten, sondern boah, da sollst du in deine wahre Größe gehen, in dein, warum du hier bist. Und da gibt es, wie gesagt, deinen Seelenplan, da gibt es eine ganz genaue Vorstellung und wenn du die triffst, dann passieren die Wunder. Also, schau für dich mal, was bedeutet Erfolg, erfolgreich zu sein, was ist deiner. Wo fühlst du dich mit wohl? Und was wir auch immer nicht vergessen dürfen, ist, dass wir oft als Menschen immer nur den Erfolg schon sehen, den die anderen Menschen haben sozusagen, ne? Und gar nicht den Weg dahin sehen. Und das kann durchaus möglich sein, dass der Weg in deinen Erfolg oder auch wirklich in deiner Seelenaufgabe, dass der stolprig sein kann. Weil wir einfach so viele Dinge auch haben, die wir überwinden müssen, um zu heilen, um das überhaupt auch leben zu können. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich kenne das sehr gut. Und bei mir war der Weg teilweise sehr, 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 sehr stolprig. Und es war nicht einfach. Aber was habe ich gemacht? Nicht aufgegeben. Und das ist auch das, was ich dir von Herzen dir geben möchte, ist nicht aufgeben. Viele geben viel zu früh auf und sagen, nee, das kann ja nicht sein, das funktioniert ja nicht. Das, was ich auf meinem Weg sozusagen in meine Seelenaufgabe, weil das Schöne ist, du wächst ja auch mit deiner Seelenaufgabe und reifst, du bist ja hier, um zu wachsen und zu reifen. Das ist das Schöne, die wird ja auch immer größer und weiter. Wichtig ist, dass du eben auch wirklich daran glaubst, weil wenn du hier innen drin weißt, und das wusste ich, es ist richtig und ich muss es machen und ich werde genau diese Essenz finden, war es holprig, war es steinig, war es einfach? Nein, aber ich wusste, ich muss ihn gehen. Ich muss diesen Weg gehen, ich muss da durch. Weil wenn du durch etwas durch musst, gehst du hier zu etwas hin. Und das vergessen wir immer. Wir
bleiben denn da irgendwie immer so gedanklich drin stecken, aber du gehst jetzt zu etwas hin und diese Phasen sind für mich Lernphasen, da gibt es gar kein Scheitern oder sonstiges, sondern das ist für mich eine Lernphase, die auch für dich zu nutzen. Und ich habe so viel daraus gelernt, das war so, so wichtig, auch für meine Seelenaufgabe, das ist das Spannende. Und als ich dann endlich wusste, bam, das ist es, da wurde mir so vieles klar, warum ich auch da nochmal durch musste, dies nochmal erleben und dass ich jetzt eben so wundervollen Frauen helfen darf, dass das meine Seelenaufgabe ist, dass sie auch ihre finden, ist das nicht der Wahnsinn, damit sie nicht so rumstolpern müssen oder rumeiern müssen, sondern dass sie viel leichter dadurch getragen werden. Das ist unglaublich. Also es berührt mich jedes Mal aufs Neue. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist in der neuen Zeit. Habe ich ja auch oft drüber gesprochen und werde ich auch noch ganz viel drüber sprechen. Es geht wirklich darum, deine Individualität, deine Einzigartigkeit zu leben und auch das zu finden, was dich ausmacht und was das für dich bedeutet. Du darfst Glaubenssätze verändern, in Frage stellen, du darfst die Gesellschaft in Frage stellen. Wichtig ist, dass du dein eigenes Ding machst, dass du deinen Weg findest, weil eine Seelenaufgabe genauso wie ein Seelenpartner ist der Weg zu dir. Und das ist so, so schön und das ist das schönste Geschenk, was wir im Moment wirklich haben in der neuen Zeit. Und auch zu wissen, hatte ich ja letzte Woche schon drüber gesprochen im Video, dass du mitgestaltest, unsere Zukunft, unsere neue Welt. Ist das nicht toll, dass wir jetzt so eine tolle Aufgabe hier haben und so eine wundervolle Verantwortung, die wir hier übernehmen dürfen? Und ist das nicht schön, dass wir da mitgestalten können, dass wir nicht in diesem wir dürfen nur reagieren Modus sein, was ja viele noch sind, aber sofern du dich da raushebst und sagst, Moment mal, ich erschaffe meine Resultate, passiert ja was ganz anderes und das dürfen wir jetzt mehr leben. Ist das nicht cool? Und ich finde es einfach so mega, in dieser jetzigen Zeit da zu sein, in der neuen Zeit. Das ist wirklich so, meine Seele hat mich darauf vorbereitet. Und da bin ich easy ganz, ganz, ganz dankbar. Und du wirst auch mit deiner Seele eins werden und da auch diese Faszination für dich erleben können und eben auch dieses Wunder. Und für dich eben festzulegen oder auch zu erkennen, zu definieren mit deiner Seele zusammen, das ist mein Erfolg, das ist mein ganz persönlicher Erfolg. Ist das nicht toll? Unabhängig, was die anderen sagen oder ob du da einen gewissen Status für dich erreichst, weil den erreichst du dann automatisch. Wichtig ist, dass du das Beste gibst, deine Seelenaufgabe hier zu leben, dein, warum du hier bist, weil dann kommt der Erfolg sowieso von alleine, dass du für dich auch erkennst, dass du erfolgreich damit bist, weil das sollst du hier tun. Und wenn du bei jeder einzelnen Session oder was du auch immer machst, deinen Erfolg siehst, bist du doch erfolgreich, bist du doch schon erfolgreich. Und je mehr du das für dich auch anerkennen kannst, je mehr du dich da reinschwingen kannst in diese Energie, nämlich da, wo der Erfolg ist, wo die Liebe ist, da, wo die Erfüllung ist und auch die Fülle ist und nicht mehr da ohne Mangel und ich kann das nicht und ich bin das nicht und ich will so gerne wie der oder wie die, schwing dich da raus, schwing dich in deine Fülle, schwing dich in deinen Erfolg, denn du bist schon erfolgreich. Du bist ja hier, um erfolgreich zu sein, sonst hättest du ja gar nicht deine Seelenaufgabe. Deine Seele ist ja, wie gesagt, nicht einfach so hier. Die hat nämlich einen ganz tollen Plan, die hat eine ganz wichtige Mission hier und die will sie leben mit dir gemeinsam. Du bist natürlich deine Seele, ist ganz klar, aber zu diesem Team Gedanken zu haben, den finde ich einfach mega, dass du weißt, dass du nicht alleine bist und nimm noch deine Kleine dazu, dann wird es auch noch richtig lustig. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Mögest du richtig glücklich, erfolgreich sein und ganz viel Wundervolles auf dieser Welt bewegen und transformieren, diese Welt auch zu einem glücklicheren Ort zu machen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao for now. Love and smile, so oft du nur kannst. Deine Annette und Easy. Lebe deine Einzigartigkeit, denn du bist ein Geschenk. Pack es aus, denn wir brauchen dich jetzt. Tschüss.